Meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Bundesligaspiel 1. FC Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Das Spiel endet vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion einer alten Försterei 0:2. Bei uns in der Pressekonferenz die Trainer der beiden Mannschaften, von unseren Gästen aus Dortmund, Edin Terzic, und vom 1. FC Union Berlin, Nenad Bjelica. Edin, Gästetrainer, darf beginnen. Brutale Effizienz heute, oder? Bei deiner Mannschaft? Sagst du. Ja, hallo zusammen. Bevor ich auf die Effizienz zu sprechen komme, es war das erwartet unangenehme und schwierige Spiel. Ich glaube, man hat gemerkt, in den ersten 30 Minuten hatten wir große Probleme, haben viele Bälle verloren, haben das den Unionern dann zu leicht gemacht, an den Ball zu kommen und selbst zu kontern. Und dann glaube ich jetzt nicht, dass wir mit der ersten großen Torchance, um auf Effizienz zu sprechen kommen, getroffen haben, sondern dass Renault auch ein großes Lob verdient, dass es dann noch 0-0 stand, bevor wir dann das Tor erzielen konnten. Das Tor war richtig schön herausgespielt. Das war, weil wir vor dem Spiel häufig über die Spielidee und den Matchplan gesprochen haben, gegen ein 5-3-2. Das war genau das, was wir haben wollten. Wir wollten von Linie zu Linie, von Außenverteidiger zu Außenverteidiger spielen, um uns dadurch das Zentrum erst zu öffnen. Das haben wir in den ersten 30 Minuten nicht gut gemacht und haben dann im zentralen Bereich viele Bälle abgegeben. Und dann das zweite Tor, was wir erzielt haben, war dann eher ein guter Pressing-Moment und eine kämpferische Leistung. Und wir wissen, dass es nicht leicht war für die letzten Gegner hier bei Union Berlin zu punkten. Heute ist uns das gelungen und damit sind wir zufrieden und wissen aber auch, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Vielen Dank. Dankeschön, Edin Terzic. Nenad, dein Fazit zum Spiel heute. Ja, erst Edin und Borussia Dortmund zu gratulieren zum Sieg. Ich glaube, dass Edin alles richtig gesagt hat. Erste halbe Stunde, wo wir sehr stark in Zweikämpfen waren, wo wir viele Bälle erobern können. Dann in viele Konter sind gegangen, aber leider schlechte Entscheidungen, falsche Entscheidungen getroffen haben. Vor gegnerischem 16er eine oder andere Möglichkeit gehabt, um Tor zu schießen. Und dann natürlich Borussia Dortmund ist qualitativ eine von den besten Mannschaften in der Bundesliga und haben sie Qualität, um Gefahr zu kreieren. Das ist dann auch passiert. Wir haben trotzdem zweite Halbzeit probiert, wieder ins Spiel zu kommen, haben auch sehr gute Chance von Volland, denke ich, bessere Chance als ein Elfmeter, aber Thomann von Dortmund haltet sehr gut. Probieren wir auch mit Systemwechsel in 4-4-2 im Rautenmittelfeld. Kommen wir zu einer oder anderen Situation, wo wir Tor schießen können, aber leider haben wir nicht geschafft, 1-1 zu machen. Also zufrieden mit der Leistung von Mannschaft, kämpferisch, wie wir uns präsentiert haben, auch alles, was wir angeboten haben. Leider, wir waren sehr uneffizient und haben auch in einigen Situationen sehr, sehr schlechte Entscheidungen getroffen vor dem gegnerischen Tor. Dankeschön, Nenad Bjelica. Gibt es Fragen an die Trainer der beiden Mannschaften? Dann bitten wir ums Handzeichen, reichen gerne das Mikrofon zu. Wer möchte? Michael Färber beginnt. Ja, Herr Bjelica, die Serie von 4 Spielen ohne Niederlage ist zwar zu Ende, dennoch, was kann man aus diesem Spiel an Positivem mitnehmen mit Blick auf den Abstiegskampf? Ja, sehr viel. Also sehr viel Einsatz, Laufbereitschaft, also wie wir in Zweikämpfe gegangen sind. Wie wir Moral gezeigt haben, bis zum Schuss 1:1 zu machen, ist alles mitzunehmen. Natürlich müssen wir unsere Effektivität oder Effizienz verbessern und dann werden wir Spiele gewinnen können gegen so einen Gegner wie Borussia Dortmund. Wenn du von deinen 3, 4, 5 guten Situationen kein Tor machst, dann ist es schwer zu gewinnen. Ganz hinten machen wir weiter und dann gehen wir in die Mitte zu Nils Marzahn. Hallo, Thomas Schulzke von den Ruhrnachrichten. Edin, wie hast du die Leistung von Karim gesehen, der ein schönes Tor geschossen hat, hatte vielleicht Anlaufprobleme? Und wie wichtig war es, dass er vielleicht auf die rechte Seite gewechselt ist nach 30 Minuten? Ja, Karim war vielleicht so ein bisschen das Spiegelbild der ersten Halbzeit. Auch er hatte wirklich Schwierigkeiten, in den ersten 30 Minuten ins Spiel zu finden. Wir hatten aber das Gefühl, dass es von der Systematik eigentlich gepasst hat, dass wir jetzt nicht irgendwas umstellen müssen, in den Dreiaufbau wechseln sollten, sondern dass wir vielleicht einfach einen Impuls beim Gegner auch bezwecken wollten, indem wir einfach mit Jaden und mit Karim den Positionswechsel haben, damit wir ihre Außenverteidiger auch mal vor ein paar andere Aufgaben stellen, weil wir wissen um die Dribbelstärke von Jaden, wir wissen um das Tempo und die Tiefe von Karim. Da wollten wir einfach sowohl uns
ein bisschen aufwecken, aber halt auch den Gegner vor andere Aufgaben stellen. Und ja, das Tor zeigt halt sein Talent, aber mir ist extrem wichtig, dass wir vor dem Tor diese Phase im Ballbesitz wirklich als Team uns diesen Raum aufgezogen haben, damit wir überhaupt in die Situation kommen, dass Karim dann diese Fähigkeiten im letzten Drittel zeigen kann. Und das hat er richtig toll gemacht. Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass er eine schwere Phase hinter sich hat. Ich glaube, das war das erste Spiel jetzt für ihn von Beginn an seit sehr, sehr langer Zeit. Und das war auch das erste Bundesliga-Tor für ihn in dieser Saison. Das ist auch schwer vorzustellen, wenn man seine Qualitäten und sein Potenzial kennt. Und trotzdem wünschen wir uns natürlich, dass wir das jetzt als Kickstart nutzen und dass er da jetzt noch häufiger in solche Szenen kommt. Weiter geht's bei Nils Marzahn, danach dahinter bei Javier Cáceres. Hallo Herr Pielitzer, Sie haben gerade von den falschen Entscheidungen gesprochen, die Ihre Mannschaft gerade im Offensivspiel getroffen hat vor dem gegnerischen Tor. Vielleicht können Sie noch mal erläutern oder konkretisieren, was Ihnen da gefehlt hat. Ja, wir sind zu viel mit Ball gelaufen, statt einfach Ball klatschen lassen und dann wieder Tiefe suchen, so Situation, wo Volland schießen kann und dann macht noch einen Haken. Viele Situationen, wo wir über die Seite kommen, dann bringen wir die Flanke und attackieren wir nicht die Räume, wo wir attackieren sollten. Also das sind die Kleinigkeiten, die wir heute falsch gemacht haben, müssen wir akzeptieren und dann nächstes Spiel besser machen. Javier Cáceres, bitte. Kleinen Moment, jawohl. Guten Abend, eine Frage an Herrn Terzic. Herr Terzic, worauf führen Sie die Anlaufschwierigkeiten Ihrer Mannschaft zurück in der ersten Halbzeit? Ist das banal eine Folge der letzten Woche, des letzten Spiels oder gab es da andere Gründe? Ja, das hat natürlich an die Phase, besonders in der zweiten Halbzeit, letzte Woche Sonntag erinnert. Dass es das klare Ziel war, das Ganze so schnell es geht abzuschütteln, sowohl in der Trainingswoche als dann auch jetzt hier im Spiel. Das ist uns leider nicht gelungen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich in der Presse gekommen bin, so im Interview zuvor. Man hat beim Warmmachen schon gemerkt, okay, heute wird es schwer, einen Schönheitspreis hier zu gewinnen auf dem Geläuf. Und deshalb geht es darum, da eine absolute Fokussierung zu haben und sich dabei zu unterstützen, wenn der Mitspieler den Ball hat, dass wir ihn nicht alleine lassen im Passspiel. Und das hat uns in der ersten Halbzeit nicht gefallen. Wir haben dann den Unionern leider den Gefallen zu häufig gemacht, sofort den Weg durchs Zentrum zu suchen, wo sie mit ihrer Fünfer- bzw. Dreierkette und dann den drei davor mindestens 6 bis 8 Spieler haben. Und da haben wir die Bälle zu häufig verloren. Und als wir dann entdeckt haben, dass wir uns diesen Raum erstmal durch ein gutes Positionsspiel aufziehen müssen, dann war es auch deutlich besser. Auf der Seite, in der Mitte geht es weiter, dann vorne erste Reihe. Kevin Pinnow von den Ruhrnachrichten. Edin, ihr hattet jetzt keine leichte Woche hinter euch nach den 2 Unentschieden und der Niederlage dann gegen Hoffenheim. Du hast auch gesagt, du hast den Druck nicht so gespürt, hast es vielleicht nicht unbedingt verfolgt, was dann auch so geschrieben und gesagt wurde. Trotzdem ist euch heute ein gewisser Stein vom Herzen gefallen. Habt ihr eine Erleichterung gespürt dann auch nach Schlusspfiff? Ja, das habe ich, glaube ich, nicht gesagt, dass ich den Druck nicht gespürt habe, sondern dass es mich nicht gewundert hat, dass diese Drucksituation dann entsteht, für die wir selbst verantwortlich waren, durch die gezeigte Leistung, besonders letzte Woche in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim. Dass es dann nach solchen Leistungen Gegenwind gibt bei Borussia Dortmund, das ist für uns nichts Neues. Nur wichtig ist es für mich, das nicht zu nah dran zu lassen. Wenn wir jetzt über Verunsicherung sprechen in den ersten 30 Minuten, dann ist es meine Aufgabe als Cheftrainer und die Aufgabe von uns als Trainerteam, davor wegzugehen, Ruhe auszustrahlen, den Jungs wieder die Möglichkeit zu geben, Anker zu setzen, wieder ins Spiel zu finden, die Einfachheit des Spiels in den Vordergrund zu rücken, um dann besondere Momente zu kreieren. Und das Ganze als Mannschaft, dass wir uns nicht alleine lassen. Und das war die Aufgabe diese Woche. Das ist heute mit einem erfolgreichen Spiel abgeschlossen worden, diese Woche. Und trotzdem wissen wir, dass nächste Woche wieder das Gleiche auf uns wartet, mit der nächsten schweren Aufgabe dann in Bremen. Wir haben einige Dinge liegen lassen, besonders jetzt in den letzten beiden Spielen in der Bundesliga. Die müssen wir uns zurückholen woanders. Das ist uns heute gelungen durch einen Auswärtssieg in Berlin. Und damit sind wir heute zufrieden. Aber wir wissen, dass es jetzt weitergehen muss. Weiter geht's hier vorne. Erste Reihe, bitteschön. Hallo auch an Edin, Jonas Ortmann von der Bild. Ihr habt heute zu 0 gespielt. Ich finde, die Innenverteidigung hat sich auch gut präsentiert heute. Kannst du einmal sehen, was für Niki Süle und für Schlotterbeck gesprochen hat? Denn ich kann mich zum Beispiel erinnern, in Freiburg, das war nach dem Heidenheim-Spiel damals, hattest du gesagt, aufgrund der Erfahrung und wie Mats zum Beispiel dann Spiele einschätzt, kann er auch sehr wichtig sein für eure Mannschaft. Warum ist das heute in so einem Spiel, wo ja sicherlich auch Druck auf dem Kessel war, dann die Entscheidung so ausgefallen? Ja, weil wir uns immer für etwas entscheiden. Und heute haben wir uns für Nico Schlotterbeck und für Niklas Süle entschieden. Die beiden haben es heute gut gemacht. Auch wieder sehr wenig Torchancen zugelassen, außer in diesen Kontermomenten nach Ballverlusten. Und das ist die Stabilität, die wir im Januar zum großen Teil hatten mit den beiden auf dem Platz. Das Duo hat sehr viel Stabilität reingebracht. Wir haben sehr wenig Gegentore kassiert, bis auf das Spiel dann letzte Woche gegen Hoffenheim, wo wir
selbst dafür verantwortlich waren, dass wir 3 Gegentore bekommen haben. Aber davor waren es, glaube ich, 2. Heute sind es wieder 0 in der Bundesliga. Da waren wir auf einem richtig guten Weg. Und die Jungs, dann wollten wir wieder festhalten. Da haben es super gemacht, als sie das letzte Spiel gemeinsam, glaube ich, gegen Freiburg zu Hause gespielt haben. Und deshalb haben wir uns heute dafür entschieden. Und das hat super funktioniert. Das ändert nichts daran. Es gab heute wieder nicht nur Mats, sondern viele Spieler, die nicht eingesetzt wurden, die in den nächsten Monaten extrem wichtig für uns sein werden, um unsere Ziele zu erreichen. Weiter geht's bei Paul Gorgas, danach nochmal Michael Färber. Hallo Herr Bielitzer, jetzt steht ja eine vergleichsweise kurze Trainingswoche an. Wie werden Sie deswegen vielleicht das Programm, das Pensum verändern? Und inwieweit hilft es dabei, dass das Spiel gegen Stuttgart vielleicht einen ähnlichen Charakter haben wird, weil wieder ein sehr spielstarker Gegner auf Sie wartet? Ja, wir werden die gleiche Woche machen, wenn wir gewonnen hätten heute. Also morgen ist Regenerationstraining, Montag ist frei und dann ab Dienstag beginnt Vorbereitung für Stuttgarts Spiel. Michael Färber, danach nochmal Javier Cáceres. Ja, Herr Bielitzer, ich habe nochmal eine Frage zu Andras Schäfer, der nicht nur der Mannschaft wieder sehr viele spielerische Momente gegeben hat, sondern wie ich finde, heute auch als Antreiber sehr gut unterwegs war. Ich habe eine Szene im Kopf, wo an der Seitenlinie den Ball praktisch nach vorne grätscht Richtung Toussaint. Wie wichtig ist er tatsächlich für die Spielidee, die Sie der Mannschaft mitgeben? Erst, wir freuen uns sehr, dass er wieder gesund ist, dass er wieder zur Verfügung steht, dass er wieder in der Lage ist, 90 Minuten zu spielen. Ist enorm wichtig für unsere Mannschaft, auch heute im Spiel. Läuferisch wieder stark, kämpferisch, zweikampfstark. Also Andras ist ein sehr wichtiger Teil unserer Mannschaft und jeder beim Verein freut sich. Unglaublich, jeder Fan freut sich, dass er wieder auf dem Platz ist und hoffen auf diese Entwicklung auch beim weiteren Spielen. Weiter geht's bei Javier Cáceres, danach nochmal in Reihe 1 bei Paul Gorgas. Ja, eine Frage an Nenad Bjelica. Das Publikum war am Ende der Partie sehr aufgebracht, insbesondere wegen der Szene vor dem 2:0. Wie haben Sie diese Szene beurteilt, vielleicht auch im Lichte der Linie, die der Schiedsrichter bis dahin gefahren hat in der Partie? Ja, also für mich ist das 50-50 Szene, wo sicherlich gibt es Kontakt mit unserem Spieler. Der Schiedsrichter hat so entschieden, müssen wir akzeptieren. Das ist die graue Zone, die gibt es im Fußball, aber diese graue Zone, immer wenn eine kleine und eine große spielt, dann ist meistens für große. Das ist in Spanien, Deutschland, Kroatien, überall gleich. Das ist nicht nur hier und da, das wissen wir. Aber gut, kann man auch spielen lassen, aber kann man auch Foul geben in dieser Situation. Aus meiner Sicht, der Schiedsrichter hat sich so entschieden, müssen wir respektieren und akzeptieren wir. Paul Gorgas nochmal bitte. Vielleicht eine Frage an den Gästetrainer, Herr Terzic. Kurz dazu erstmal die Frage, wollte eigentlich eine andere Frage stellen, aber vielleicht direkt zu der Szene. Wie haben Sie sie gesehen? Würden Sie es auch so einschätzen? Ja, ich kenne den kroatischen Fußball auch ziemlich gut, da bin ich komplett bei Nenad. Aber ich musste sofort an letzte Woche denken. Also das war gar kein Thema nach unserem Spiel gegen Hoffenheim. Und ich glaube jetzt nicht, dass Hoffenheim ein größerer Verein ist als Borussia Dortmund. Aber wir haben beim dritten Gegentor hatten wir eine Situation, wo Nico Schlotterbeck auch umgerätscht wird. Und das wurde dann auch nicht überprüft. Es war gar kein Thema bei euch in der Pressekonferenz. Deshalb möchte ich das eigentlich heute nicht kommentieren. Aber ich bin dabei. Es glaube, eine kleine strittige Szene, sonst hätte es auch nicht so lange gedauert, dass sie überprüft wurde. Ich habe es nur einmal kurz auf dem iPad auf der Bank gesehen, hatte den Ballkontakt gesehen und war dann erleichtert, dass wir den Ball gespielt haben. Und dann habe ich natürlich gehofft, dass das Tor zählt. Und heute war das dann Gott sei Dank auf unserer Seite. Letzte Woche war es leider kein Thema bei euch. Jetzt kommt die eigentliche Frage, okay. Bitte schön. Mit Oliver Runert sind Sie ja schon länger bekannt tatsächlich, haben eine Vergangenheit. Seine Zukunft ist ja irgendwo ungewiss in Teilen. Inwieweit würden Sie sich vielleicht wünschen, dass er zumindest im Profifußball erhalten bleibt, auch in Zukunft? Ja, ich kenne Olli wirklich jetzt schon mehr als mein halbes Leben, seit über 25 Jahren. Es ist weiterhin unglaublich, dass wenn man überlegt, wo wir beiden uns kennengelernt haben und wo wir beiden uns jetzt begegnen, das hätten wir wahrscheinlich Ende der 90er nicht so erwartet. Ich glaube einfach, dass Olli besonders hier bei Union Berlin gezeigt hat, wozu er in der Lage ist. Olli ist, wir sagen im Pott, ein Macher. Und deshalb glaube ich, würde es gut tun, dass Olli dem Fußball erhalten bleibt. Aber er ist auch alt genug und schlau genug, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Kommen wir zur letzten Frage. In der Mitte bitte nochmal. Philipp Marko von Transfermarkt. Hallo Herr Terzic. Wie würden Sie sagen, ist der Einfluss vom Torschützen zum 2:0, der sich heute mal wieder hervorgetan hat, und Madsen und Jadon Sancho, also die letzten Spiele bis einschließlich heute? Und beziehungsweise wie bewerten Sie bisher die Auftritte der beiden Winterankömmlinge? Zwei sehr junge Spieler, die jetzt in ihrer jungen Karriere eine schwierige Zeit erlebt haben, bevor sie sich angeschlossen haben
uns in der Rückrunde zu helfen. Es war nicht leicht für sie. Ich finde, sie sind herausragend aufgenommen worden und haben sich da sofort eingefügt. Jetzt auch in den letzten beiden Wochen hat es sich auch für sie nicht ganz leicht angefühlt auf dem Platz. Und wie ich das vorhin schon erwähnt habe, egal wie lange du bei uns bist, egal auf welcher Position du spielst, egal wie alt du bist, wenn es sich nicht leicht anfühlt im Leben, geht es darum, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und das werden wir bei den beiden tun, weil wir ganz genau wissen, dass sie uns dann unterstützen werden, dieses Spiel heute zu gewinnen. Und das haben sie dann getan. Ian hat jetzt schon ein paar Assists, aber heute hat er dann das erste Mal auch getroffen. Hatte schon dann auch die große Möglichkeit in der ersten Halbzeit, wo der Ball dann, glaube ich, von Jule noch abgefälscht wird. Das müsste eigentlich auch Ian gewesen sein, der geschossen hatte. Wir hoffen einfach, dass wir ihnen weiter dabei helfen können, ihr Maximum zu erreichen, weil wenn sie ihr Maximum erreichen, dann werden wir als Mannschaft besser. Wunderbar, dann sagen wir Dankeschön für die Teilnahme an der Pressekonferenz, wünschen Ihnen allen ein schönes Wochenende und unseren Gästen einen guten Weg nach Hause. Dankeschön. Dankeschön.